Schön, dass ihr wieder da seid. Ich möchte euch wieder einladen zu einer weiteren Folge von der Scheibenwelt 2. Vermutlich vermisst. Schmutzige Brühe. Ich schätze, das sollten wir nicht zu genau untersuchen. Oma Wetterwachs. Kann sehr ungemütlich werden, diese Dame. Sie sollte besser den Schönheitsschlaf bekommen, den sie so dringend braucht. Das scheint kaum einen Sinn zu haben, da sie gar nicht antworten kann. Ein Plakat. Aha. Neofauvistischer, postkubistischer Surrealismus, wie ich sehe. Einen Augenblick. Das Ding hängt falsch herum. Gläser, wie? Offenbar gibt es hier jemanden, der auf Eingemachtes steht. Könnt ihr euch vorstellen, welche entsetzlichen Dinge darin lauern? Hey, das kitzelt! Zum Glück ist er abgeschlossen. Vielleicht darf man noch einmal hineinspucken, bevor man abtreten muss. Einigermaßen scharf. Und kaum schmieriges Zeug dran. Ich sollte Sie fragen, ob die Flasche zu verkaufen ist. Ganz gut, danke. Na los, frag. Ich bekomme Migräne, wenn man nicht die richtigen Fragen stellt, nachdem ich sie beantwortet habe. Hallo, Frau Kuchen, wie geht es dir? Schon besser. Kann ich mir die Geisterflasche ausleihen, die dort im Regal steht? Na schön, du bekommst die Flasche. Vorausgesetzt, du besorgst mir frisches Ektoplasma. Ektoplasma? Meinst du das Zeug, das von Wänden tropft? Schaurigen Schleim und so? Ja, genau. Hübsch und glitschig. Wird die Tapete nicht klebrig? Das wollen die Leute heutzutage. Sie halten einen nur dann für ein richtiges Medium, wenn's überall von Ektoplasma wimmelt. Den Göttern sei Dank, es ist vorbei. Es tut mir sehr leid, junger Mann. Manchmal bin ich recht vergesslich. Nun, wie kann ich dir helfen? Ein Medium, wie? Wer hätte das gedacht? Du, in etwa 3 Minuten. Kommst du wirklich damit durch? Verdienst du deinen Lebensunterhalt, indem du vorgibst, die Gedanken anderer Leute zu lesen? Nun, reich wird man davon nicht. Wenn man die Besucher um ein Geldstück bittet, so gilt man gleich als Bettler. Etwas verdienen lässt sich nur mit dem Ektoplasma. Ektoplasma? Wozu benutzt du es? Das geht dich nichts an. Doch. Du bist gar kein richtiges Medium. Das werde ich. Beweis es. Na schön, stell sie. Ich weiß. Beantworte meine Fragen. Blau. Was ist meine Lieblingsfarbe? Einen Ausschlag. Was habe ich zum Geburtstag bekommen? Fett, zahnlos und mit Soße bedeckt. Beschreib mein Frühstück. Unterwäsche mit Rüschen. Ich weiß nicht, was ich dich fragen wollte. Ich weiß es sehr wohl. Du solltest deine Gedanken mit Seife und Wasser waschen. Geh jetzt und kümmere dich um deine Angelegenheiten. Oder soll ich dem Publikum erzählen, was du in der Sockenschublade aufbewahrst? Zunächst mal auf Wiedersehen.
Bäh, das kann doch nicht dein Ernst sein. Hier, nimm und erstick daran. Der Questor. Ein Mann, der nicht weiß, was Schuldgefühle sind. Andernfalls würde er aufhören, herumzualbern und mir endlich mal helfen. Der Dekan. Ohne ihn hätte die Universität jemanden einstellen müssen, der die Bücher führt und auch rechnen kann. Ob es Zeit wird, dass meine Truhe ein Bad nimmt? Ein Labyrinth? Lasst uns die Liste unseres Kummers nicht verlängern. Bleiben wir hier draußen, wo es hübsch und ruhig ist. Ein Kobold. Klein, gemein und mehr als nur ein wenig verdächtig. Aber ich muss zugeben, seine kleinen Metallstiefel sind recht hübsch. Außerdem riechen sie. Hör auf! Oh, es tut mir schrecklich leid. Ich habe dich für jemand anders gehalten. Für wen? Für wen was? Für wen hast du mich gehalten? Oh, für niemanden im Besonderen. Ist nicht weiter wichtig. Ich weiß nicht, ob es einen Sinn hat, weitere Fragen zu stellen. Es sind also deine Stiefel. Ich meine, der Gestank wohnt in deinen Stiefeln? Stiefel sind das ideale Heim für jede Art von Gestank. In guten Stiefeln findet man besonders intensiven Gestank. Ich beabsichtige, einen besonders eindrucksvollen Gestank anzulocken, nach dem nächsten Anfall von Wahnsinn. Hey, warte, warte! Es geht gleich los! Oid! 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 Schade, hat nicht richtig geklappt. Tut mir leid. Wer bist du? Oid, oid! Stinkt der Kobold! Stinkt der Kobold? Nein, nein! Stink, nicht stink! Wenn ich Stink hieße, könnte ich wohl kaum damit rechnen, viele Freunde zu finden, oder? Ich meine, ich habe einen Gestank. Das gehört gewissermaßen zu meinem Job. Aber ich heiße nicht so. Verstehe. Du hast also den schlimmsten Gestank weit und breit? Leider nur den zweitschlimmsten. Der schlimmste gehört dem stinkenden alten Ron. Vielleicht ist das der Grund. Ich meine, vermutlich bin ich deshalb übergeschnappt. Enttäuschung, Sehnsucht, Verzweiflung darüber, nie das letzte Ziel erreichen zu können. Du bist übergeschnappt? Oh ja, bei mir sitzen alle Schrauben locker, nicht nur eine einzige. Oid, oid, wer ist ein hübscher Kuttelfisch? Oid! Warum werden die Leute verrückt, wenn sie mit mir reden? Vielleicht liegt's an deinem Gesicht. Ui! Ein Kobold mit sonderbaren Stiefeln. Ihre Sohlen sind aus Stahl. Sieht seltsam aus. Ich hoffe, du schreibst das auf. Oder soll ich Hinweis schreien? Hören wir jetzt auf damit.
Nein, es ist leer. Und ich passe bestimmt nicht hinein. Ein Vogelhaus in der Universität? Ich dachte, der Erzkanzler hätte die Erschießung aller Tiere im Bereich der Universität angeordnet. Ach nein, das waren die Studenten. Na, dann ist ja alles gut. Wenigstens hat es nichts mit Tierquälerei oder so zu tun. Eine leere Ginflasche. Drei Wünsch und Wusch, schon zieht er sich in den Ruhestand zurück. Was ist das für ein Job? Nun, es klingt nach einem ziemlich guten Job. Nein, es ist leer. Und ich passe bestimmt nicht hinein. Na bitte, passt hervorragend! Mist und verflucht. Ja, tausend Hand- und Krawatten. Kaninchen. Überall Kaninchen. Du junger Spinn. Ich hab's ihnen gesagt. Schreib's dir hinter die Trompete. Ja, tausend Hand- und Krawatten. Zum Kuckuck damit für ein Hosenspiel. Willst du was? Hör mal, Reden. Ja, das kann ich gut. Die meiste Zeit über rede ich mit mir selbst, weil es mir gefällt, eine intelligente Person sprechen zu hören. Jahrtausend Hand und Krawatten. Das kannst du dir in die Teekanne stecken. Jawohl. Ich bin ebenso wenig verrückt wie Hein Hirni. Hoffentlich bleibt mir eine Begegnung mit Hein Hirni erspart. Aus irgendeinem Grund zweifle ich daran. Du bist sicher sehr beschäftigt. Ja. Ich habe heute noch nicht mein Grummel- und Schreibpensum erfüllt. Wie ich sehe, ist hier die lokale Fürsorge am Werk. Ja, tausend Hand und Krevetten. Nun, wer es mit der Fürsorge ernst meint, würde diesen Burschen in riechsicherer Entfernung unterbringen. Du, kochst da Stiefel, nicht wahr? Hervorragende Stiefel. Und... sie stinken. Sie riechen wie Schuhe. Man braucht viele Stiefel für einen richtig guten Gestank. Weg mit euch! Es ist für alle genug da. Spinnen. Klebrig wie Klebeband und verlogen. Jahrtausend Hand und Krawatten verlogen. Nun, einige Leute glauben vielleicht, dieser Bursche hätte den Bezug zur Realität verloren. Mist und verflucht. Mr. Verflucht und Donnerwetter! Meine persönliche Theorie lautet, er steht mit beiden Beinen fest in der Wirklichkeit. Allerdings handelte es sich dabei um eine Realität, die wir nicht kennen. Mir reicht dieses Gespräch. Oh, hast du vielleicht ein... Mist, jetzt habe ich vergessen, was ich fragen wollte. Bitte geh weg! Ja, gern, nachdem du mir ein bisschen Geld gegeben hast. Ach, oh, entschuldige bitte. Ich wusste nicht, dass du so nah bist. Es lässt sich bestimmt abwaschen. Hast du auch nur den geringsten Nutzen? Ja und ob, Kumpel.
Ich bekleide einen hohen gesellschaftlichen Rang. Jawohl! Ich bekomme eine Nicht-Einladung. Ja, zu allen wichtigen Veranstaltungen. Eine Nicht-Einladung? Ja. Man nennt mir die Adresse und zahlt viel Geld dafür, dass ich dort nicht erscheine. Eigentlich seltsam. Oh, tut mir leid, Kumpel. Nein, nicht dran reiben. Dadurch gerät es nur noch tiefer in den Stoff. Vermutlich hätte ich mehr zu sagen, aber der furchtbare Gestank lenkt mich ab. Bis später. Ein Goldstück, Herr. Bitte, gib mir ein Goldstück. Bist du verflucht und Donnerwetter? Ein ganzes Goldstück? So viel verdienen manche Leute nicht einmal in einem Monat. In diesen Straßen wimmelt's von Bettlern, Herr. Daher wollte ich mich in einem ganz besonderen Markt etablieren. Mit anderen Worten, ich appelliere an die Großzügigkeit der Reichen. Ach, tatsächlich? Ja, hast du zufällig ein Goldstück übrig? Oder vielleicht einen ganzen Barren? Ich nehme auch Aktien und Wertpapiere. Hör auf damit! Und nimm die Ente vom Kopf. Welche Ente? Mist und Verfluch. Nun, was das, etwas betrifft. Welche etwas? Nun, fühlst du nicht die Präsenz von Geflügel in deinem Leben? Nein, eigentlich nicht. Findest du nicht, dass dein Geschmack bei Hüten ein wenig seltsam ist? Bei Hüten? Ich trage doch gar keine Hüte. Ah. Und wie sieht's mit Haustieren aus? Davon halte ich nichts. Es heißt, dass man schließlich so aussieht wie das Haustier, wenn man sich zu sehr daran gewöhnt. Und wer will schon so dumm aussehen? Ah, ja, ja. Ich verstehe. Völlig klar. Nein, ich glaube, mit diesem Burschen möchte ich nichts zu tun haben. Oder wie seht ihr die Sache? Entschuldige bitte, ich glaube, ich muss jetzt meine Medizin nehmen. Da ist schon was drin. Da ist schon was drin. Da ist schon was drin. Er müsste betrunken sein, bevor ich ihn dort unterbringen kann. Ein Goldstück, Herr. Bitte, gib mir ein Goldstück. Großartig. Ich habe gerade einen Geruch gefangen. Hoffentlich schaffe ich es auch, ihn wieder loszuwerden. Einen schönen Tag, der Herr. Was darf ich bringen? Unsere Küche bietet für jeden was. Und das alles zum festen Preis, mit Essig als Dreingabe. Was bietest du an? Mäuse, Herr. Hauptsächlich Mäuse. Bei Zwergen sehr beliebt. Du kannst sie haben gebacken oder kandiert. Auch am Spieß. Mäuse? Soll das heißen, man isst hier Nagetiere? Nicht nur irgendwelche. Bei uns kommen nur große Dicke am Tisch. Erstklassige Quieker mit rosaroten Schnauzen. In ganz Ankh-Morpork gibt's ka bessere. Wie kannst du so etwas sagen? Indem, dass ich Lippen und Zunge bewege, außerdem die Stimmbänder vibrieren lass. Die Worte erklingen dann ganz von allein. Oh, entschuldige, du meinst das Essen. Wir wählen die Ratten und Mäuse sorgfältig aus. Hinzu kommt eine hygienische Zubereitung. Eine hygienische Zubereitung? Ich wasche mir immer die Hände, nachdem ich sie hab angefasst. Na schön, wie du meinst. Bis dann.
Mal sehen. Ratte mit Brötchen, Ratte in der Tüte, lebende Ratte am Spieß, Cordon Bleu aus betäubter Ratte, in Weißweinsauce zubereitet, mit Schalotten, Trüffel und kleinen Kartoffeln. Oh Mist, das gibt's nur an jedem zweiten Dienstag. Vielleicht hältst du die Frage für dumm, aber kann man hier nur Nagetierfleisch essen oder bietest du auch noch etwas anderes an? Nu, wir haben Steine. Steine? Ja, Granit, Quarz. Wir haben auch guten Obsidian, der jeden Tag frisch vom Steinbruch geliefert wird. Für mal Trollkunden. Selbst mit Zuckersteinen für den Nachtisch kann ich dienen. Ratten sind zwar viel leckerer, aber es kann sicher nicht schaden, neue Kunden zu gewinnen. Letztendlich spielt es keine Rolle, woher das Geld kommt, oder? Hauptsache, die Kasse klingelt? Genau. Zuckerstein, sozusagen Sahnekaramellen für Trolle. Trolle mögen sowas. Für meinen Geschmack ist zu viel Muskovit drin. Allerdings riskieren sie dadurch Zahnausfall. Eine üble Sache für Trolle. Wie dem auch sei, derzeit haben wir keine. Jemand hat die Räder vom Lieferwagen verspeist. Passiert ungefähr einmal pro Woche. Vielleicht sollte ich auch Wagenräder auf die Speisekarte setzen. Na schön. Einen extra rohen Mausburger. Kommt sofort, der Herr. Ich glaube, ich hab's gerade irgendwo quieken gehört. Bitte sehr. Extra roh. Mal sehen. Mit Schalotten. Oh Mist. Wandernder Laden. Aus unbekannten Gründen stammen alle wirklich mysteriösen und magischen Objekte aus Geschäften mit geringer ökonomischer Lebenserwartung. Nach einer gewissen Zeit verschwinden sie spurlos. Sie erscheinen dort, wo es eine geeignete leere Wand gibt, und sobald sie sich manifestieren, haben sie schon immer existiert. Eine angemessene Menge Staub und ein abgenutzter Eindruck verscheuchen Zweifel und Argwohn von Leuten, die gestern noch durch diese Straße gegangen sind, ohne einen Laden zu bemerken. Drei Theorien versuchen das Phänomen der wandernden Läden zu erklären. Erstens, vor vielen tausend Jahren entwickelte sich irgendwo im Multiversum eine Spezies, deren einziges Talent darin bestand, billig einzukaufen und teuer zu verkaufen. Zweitens, sie verdanken ihre Existenz dem mitfühlenden Schicksal und haben die Aufgabe, die richtigen Dinge zum richtigen Zeitpunkt zu liefern. Drittens, jemand hat sie erfunden, um dem Ladenschlussgesetz ein Schnippchen zu schlagen. Die drei Theorien haben zwei Punkte gemeinsam. Sie erklären die beobachteten Fakten und sie sind vollkommen falsch. Kerzen, ausgezeichnet. Das dürften genau die richtigen sein.
Gruß dir, Hoheit. Was bist du doch für ein hübsches Mädchen. Ich bin kein Mädchen, sondern ein mächtiger und würdevoller Magier. Warum bist du dann wie eine Prinzessin gekleidet? Bin ich nicht. Du trägst einen hohen, spitzen Hut. Alle Prinzessinnen tragen hohe, spitze Hüte. Hör mal, ich... Und hinzu kommt ein Kleid. Ein hoher, spitzer Hut und ein Kleid. Also bist du eine Prinzessin. Und wie erklärst du dir den Bart, hm? Ich dachte, dass vielleicht auch Bauernblut in deinen Adern fließt. Viele Männer finden ein bisschen Haar interessant und aufregend. Ich wünschte, Frauen erginge es ebenso. Spaß beiseite. Was verkaufst du? Nun, Hoheit, dies ist ein Abenteuerladen. Hier gibt es all jene wundervollen Dinge, die Leute brauchen, wenn sie den Sinn ihres Lebens darin sehen. Ein Loch im Boden zu finden, einige Freunde zu holen und dann in die Unterwelt vorzustoßen. Ausgerüstet nur mit Schwertern, Seilen, 3 Meter langen Stangen, Hellebarden, 6 Fackeln und einem Krug Öl. Meine Güte! Besteht große Nachfrage nach solchen Dingen? Kaum. Heutzutage dreht sich alles nur noch um sammelbare Visitenkarten. Norbert nervig Nervensäge. Dadurch macht das Geschäft überhaupt keinen Spaß mehr. Selbst magische Artikel finden nur noch wenige Abnehmer. Magische Artikel? Meinst du Elfenmäntel, Zauberschwerter, 7-Meilen-Stiefel und dergleichen? Ja, genau. Die 7-Meilen-Stiefel haben wir nicht mehr auf Lager. Dafür bieten wir jetzt Stiefel der Vorherrschaft an. Allerdings hat eine Barbarin das letzte Paar gekauft. Nun sieh dich um, Hoheit. Und gib mir Bescheid, wenn du etwas Interessantes findest. Kerzen. Hast du Kerzen? Ja, euer königliche Hoheit. Ich stelle sie selbst her. Besser gesagt, ich würde sie selbst herstellen. Doch in letzter Zeit benutzen die Leute lieber den einen oder anderen Lichtzauber. Deshalb habe ich Kerzen nicht mehr auf Lager. Das dort sind nur Ausstellungsstücke aus Gips. Aber du könntest Kerzen herstellen, wenn du Gelegenheit dazu hättest. Oh, natürlich, Teuerste. Ich brauche dafür nur die notwendigen Materialien. Nun, zur Herstellung erstklassiger Kerzen verwendet man tote Wale. Früher benutzte ich das Nasenhaar eines Wals als Docht, aber heute... Nun, eine gute weiße Kerze besteht aus Spermazet. Woher kommt das? Danach habe ich nie zu fragen gewagt. Nun, der zweitbeste Rohstoff ist Bienenwachs. Bienenwachs, gut. Hinterm Haus hatten wir einen hübschen Bienenmelksalon. Die Bienen meinten, so etwas sei unbedingt erforderlich. Jeden Abend versammelten sich dort die Bienen und nahmen in kleinen, bequemen Sesseln Platz. Wir gaben ihnen Zeitschriften und ließen sie nach Herzenslust Wachs produzieren. Dann wies jemand darauf hin, dass wir einfach den Bienenstock öffnen und uns so viel Wachs nehmen konnten, wie wir wollten. Die kleinen Biester hatten uns die ganze Zeit über an der Nase herumgeführt. Man kann Bienen eben nicht trauen. Da bin ich ganz deiner Meinung, euer königliche Hoheit. Ach, hör auf damit! Bis später! Sieht hübsch aus. Kann ich ihn haben? Natürlich. Was? Einfach so? Verlangst du nicht von mir, zuvor nach irgendwelchen Dingen zu suchen? Was? Ich? Eine Prinzessin herumkommandieren? Käme mir nie in den Sinn. Nein, kann sie nicht erreichen. Außerdem sollte ich vorher die Frau fragen. Sowas habe ich mir immer gewünscht. Vermutlich kann ich ihn nicht bekommen, oder? Warum denn nicht? Er gehört dir. Du brauchtest nur zu fragen. Ich habe die Orientierung bereits verloren. Machen wir es nicht noch schlimmer. Ja.
Oh, die Zeit ist schon wieder um. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei der Scheibenwelt 2. Vermutlich vermisst.